Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Haarfärben-Video. Ich will nicht lange drum herum reden, denn endlich mal loslegen, denn ich habe gestern was übel Cooles gemacht und glaube, das ist zu laut. Denn ich habe ein exklusives Wiederhaar gezüchtet. So sieht das junge Mädchen, was ist es? Junge Mädchen, männliche, es ist männlich, So sieht das hübsche Pferd aus. Und wie ich das gezüchtet habe. Muss zur Zucht kommen und ich habe diese Pferde. Da. So sieht das jetzt aus, wenn ich es erwachsen mache. Ich habe jetzt 10 Diamanten dafür ausgegeben, weil ich das Glitzerpferd woanders habe. Ja, also, und natürlich, ja, ich bin gerade frisch aus der Schule gekommen. Ja. Wir machen auch gleich das Brettspiel und warum ich das mache. Nicht mache. Ich habe mich extra dazu bemüht, noch nichts dran rumzufummeln, weil ich es natürlich euch zeigen möchte. Das habe ich nämlich gestern gesehen und gezüchtet. Mit viel Glück, sage ich euch. So sieht es aus. Das Hengstchen, Flo, sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Ja. Es ist Tempo auf Silber, Ausdauer aus Silber und Sprung nur auf Bronze. Okay. Ja, ein exklusives Pferd gezüchtet. Wunderbärchen, sage ich mal. Wir fangen auch gleich an, die zu züchten, in der Hoffnung, dass wir jetzt ein Stütchen bekommen. Ja, und natürlich würde ich jetzt nicht. Ja, wir versuchen ein Stütchen noch zu bekommen, denn ich weiß nicht, wie lange das wirklich anhält. So, genau. Man braucht ein Morgenhorse und ein Glitzerfeenpferd, wie der hier. Dann kann man züchten. Mein Glitzerfeenpferd ist nicht hier, deswegen gebe ich 20 Diamanten aus für ein Stütchen. 20%. Hoffentlich kriege ich nochmal die 20%. Das wäre nice, aber mein Glück bestimmt nicht. Ja. Und das werde ich beschleunigen. Denn ich will unbedingt, ich weiß wie gesagt nicht, wie lange das anhält. Deswegen beschleunige ich das auf 10 Stunden. Ja, ich habe auch Rennen schon gemacht. Ich habe nämlich Skylar ist mal wieder Champion geworden. Und. So, wir machen das Brettspiel. Ja. Oh, es ist ja ein anderes Pferd drin. Okay, dann werde ich tatsächlich nicht machen, denn ich wollte das andere Pferd. Das bedeutet, ich werde nicht würfeln, ich werde das andere. Das andere Pferd ist für mich ein hübsches Pferd. Es ist für mich hübsch. Es ist jetzt exklusiv. Ah, ich habe eins. Supi, cool. Ich habe ein exklusives Pferd. Ja, ich werde mir das nicht holen, warte, wo ist das hier? Also es würde auch sehr komisch aussehen. Ich werde mir das nicht tun. Ich wollte das andere Pferdchen. Das ist glaube Herbst. Ja, Herbst ist das. Und was wollten das andere nochmal? Also hier das himmelsblaue Derbypferd. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Ich weiß nicht mehr, was das gestern war. Auf jeden Fall, ich finde das Pferd viel hübscher. Deswegen werde ich mir keins. Kann nicht würfeln, ich werde es mir sparen. Denn ich wollte dieses Pferdchen haben. Deswegen werde ich nicht machen. Denn da kann ich noch ein bisschen sparen für morgen wieder, wenn ich aus der Schule komme. Ja. Ich habe auch hier Fantasy gezüchtet und gewürfelt. Und ich habe tatsächlich wieder ein Pferd bekommen. Ich habe nämlich nochmal einen Jungen bekommen. Und Cleo behalte ich. Ich habe diesen männlichen bekommen. Das ist, glaube ich. Ist das Cleo? Ne, ist mein Verkaufspferd. Mein Verkaufsfeenpferd, wie er heißt. Ja. Denn es wäre Schwachsinn. Ich habe ihn gedreht. Aus dem Feenstaub. Ja. Da wäre es Schwachsinn. Und ich habe noch was gestern gezüchtet. Denn wir haben ein kleines Glück. Und hier ist Nono. Ich habe Nono und Ora hierher schicken lassen. Denn wir haben einen T4-Welchpony. Es ist männlich. Und ich nenne ihn Snowball. Snow, hoch, Snow.
Ball. Sowas? Wurde das Ball geschrieben? Ich nenne ihn erstmal Snow. Oder? Snow? Snowball? Moment mal, ich habe schon ein Snow. Das ist mein anderes Pferd, Dina. Wen behalten wir? Snow? Ich würde tatsächlich dieses Pferdchen verkaufen. Ich werde versuchen, ob ich es noch ein Level höher bekomme. Dann werde ich das in dieses Snow verkaufen, damit ich den anderen behalten kann. Ja. Und da würde ein Verkaufspony, damit ich das weiß, würde jetzt verkauft werden. Verkaufspony oder Verkaufspony, ebenso. Denn er wird jetzt auf die Wiese geschickt, um zu trainieren, damit ich ihn. Wiener werde ich auch verkaufen. Denn ich brauche keinen mehr. Und ich habe Snow jetzt. Und ich habe vergessen, Musik anzumachen. Ups. Ups. Also, vergessen habe ich nicht, aber es hat aufgehört. Ja, ich bin mega happy, dass ich gestern so viel Glück hatte. Aber natürlich, wo ich die Aufnahme beendet habe. Hübsch, hübsch bist mein Kerlchen. Leider bist du kein weibliches Pferdchen. Du bist leider nicht weiblich, das ist doof. Meine T4-Pferde sind alle männlich. Ja. Also hübsch bist du. Wie gesagt, wärst du ein weibliches Pferd, hättest du sogar. Na gut, das sähe dämlich aus. Okay, das sieht dämlich aus. Ein Glück bist du weiblich. Oh, ich sehe gerade, ich habe vergessen, die Hülle abzumachen. Moment, ich mache die Hülle ab. Denn ich muss sowieso noch dann noch Willkommen aufnehmen. Wie gesagt, ich habe zwar jetzt Schule, aber ich werde immer noch aufnehmen. Das wird sich nicht ändern. So, ich habe jetzt auch nicht aufgepasst, wie seine Werte sind. Okay, er hat alles auf Silber. Okay, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, ich habe auch ziemlich viel Geld gleichgelegt für die Zucht des Pferdes und natürlich für eine Oase, und zwar diese Oase. Denn ich habe diese Oase aufgewertet und das hat natürlich gekostet. Ja. Ja, das muss ich noch irgendwie wieder alles zusammenkriegen. Was ist denn nochmal meine Tagesbelohnung? Erreiche 1000 Meter in einer Wrestling-Rennen in Russland. In Russland muss ich wieso? Aber das müsste ich mit meinem anderen Protohü machen. Und zwar Skylar, damit sie die Wetterverbesserung bekommt. Ja, und Skylar. Mein kleines Glück. Sie hat Tempo auf Silber und ein Schleifchen. Ausdauer mit zwei Schleifchen Silber und ein Kranz. Sprung hat sie Diamant, Kranzkrone und zwei Schleifchen. Also diese Eisverbesserung hat sie Silber mit ein Schleifchen. Und Donnerhoof hat sie Silber mit zwei Schleifchen und ein Kränzchen. Das heißt, sie ist perfekt im Sprung. So, ich weiß, sie ist ausgelevelt, aber um dieses Rennen zu machen, braucht sie Ausdauer. Ja. Genau. Yes, no. Yes, geiler. Und sie hat natürlich nur eine Losbude. Ja, ich bin mega stolz auf sie. So, mehr brauche ich nicht. Wie gesagt, in Sprung ist sie jetzt best of. Das heißt, sie ist im Start sehr gut. Hier so hoch springt sie jetzt. Also, es macht sich bemerkbar, wenn man in japanischen Rennen ist. Das macht sich dann mega bemerkbar. Ja. Ja, in der Schule war es ziemlich langweilig. Da gab es hier diese Rede. Mehr oder weniger Rede. Naja, warum nicht? Wie gesagt, ich werde immer noch jeden Tag ein Video, zwei Videos machen. Horsehaven und Wildcraft. Bei Screams werde ich, glaube, dann am ein Wochenende machen. Dieses Wochenende geht nicht, weil ich für eine mit auf eine, weil die Lehrer mich gefragt haben, weil zwei Kinder neu in die Schule kommen. Deswegen werden wir so eine Art kleine Ausführung machen. Deswegen bin ich dann am Freitag nicht hier. Aber ich glaube, nächste Woche, am Wochenende, würde ich wieder streamen. Mal gucken, mal gucken. Mal gucken. Ja, sonst ist alles okay. Ja. Ich glaube 240, 400, 2400 waren das, glaube ich. Moment.
Das muss ich rauscutten. Ups. Jetzt muss ich was einblenden, damit ihr das nicht seht. Ich blende euch einfach ein, was ich genommen habe. Denn wir konnten 5 rotes Futter oder Diamanten. Das blende ich euch ein, denn es kam gerade eine Nachricht. Ja, ich mach mal kurz aus, damit ich nicht gestört werde, denn ich muss ja alles dann verpixeln oder sowas in der Art. Bis gleich. Bin wieder da. Wie gesagt, das muss ich euch auch. Ich blende einfach ein, was ich bekommen habe. Perfekt. Warum? Ich habe nämlich immer vergessen, tue ich, das anzumachen. So, in Wildcraft weiß ich tatsächlich gar nicht, was wir machen wollen. Mal gucken. Wie gesagt, Fuchsleveln, uiuiui. Ich bin zurzeit sehr unaktiv. Ich mache meine Tagesquest. Ja, das war's. Ich will mindestens jetzt jeden Tag 2 Level schaffen. Für meinen Fuchs. Und wisst ihr, was ich noch spiele? Ich spiele nämlich, Gott. Moment, ich mache kurz einen Cut, ich muss nochmal gucken. Denn ich spiele auch Everyone. Das heißt, die Pferde und so. Ich glaube, das habt ihr auch alles auf Sepp gesehen. Ich habe das schon früher gespielt, aber hab aufgehört, weil es mir da nicht mehr. Aber jetzt gefällt es mir tatsächlich sehr gut. Also Sepp, Fabi, nee, Fabi nicht, Kadi. Kadi. Genau. Ja. Ich habe nämlich damals gespielt, dann habe ich den Namen vergessen. Das heißt, ich habe es nicht mehr gefunden. Und dann habe ich das auf Sepp gesehen. Und dann wollte ich das natürlich wieder runterladen. Ja. Bin fast fertig mit eins der Pferde, und zwar Lilly. Okay. Wie viele noch? Das heißt, mal gucken. So wie ich. Okay. Ja, ob ich Everyone wirklich machen, also man muss ja eigentlich rennen, das ist alles. Mehr zeigt man das nicht. Und außerdem, ich habe Schule, also ich habe jetzt Schule, ich bezweifle, dass ich das machen werde. Wie gesagt, ihr könnt mir Spiele vorschlagen, ich werde sie mir kurz angucken und sagen, ob ich sie spiele oder nicht. Ja, mal gucken, ob ihr eine Wetterverbesserung bekommt. Denn ich möchte noch möchte ich noch Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ist für mich auch wichtig, weil ich durch die Hindernisse brettern will, so gesagt. Ja. Ich glaube, ich lasse mich mal kurz irgendwo dagegen donnern. Oder? Ja. Oh, ups. Da habe ich aber leider nicht aufgepasst. Anführungszeichen. So, ich trinke mal kurz Schluck. So. Wir haben 19% auf Regen auf Gold oder 29% auf Silber mit Schnee oder 52% für Diamanten oder für einen Diamant. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Ich glaube 5 oder so. Ich hoffe natürlich auf eine weitere Verbesserung und wir bekommen... Yes, wir bekommen Silber. Juppie. So, jetzt sind beide auf gleichem Stand. Und das ist Werbung. So. Das ist tatsächlich etwas zu laut, die Musik, oder? Ich weiß nicht. So, ja. Mein Verkaufspferd. Und ich habe natürlich jetzt ein Sonnenein. Und zwar Sunny. Denn die Katze von meiner Schwester heißt Sunny. Es ist ein Junge. Aber man kann es auch als Mädchen benutzen, deswegen habe ich den Jungen Sunny genannt. Irgendwie eine Art Sonne. Ich weiß gar nicht, of Darkness. Angel of Darkness, genau. Angel of Darkness. So, ja, herzlichen Glückwunsch, Snow.
So, Tagesbelohnung heute erledigt. Wann bekomme ich eigentlich... Ja, es ist... ich bin Sternzeichen Steinbock. Ja, aber mir gefällt das tatsächlich nicht so schön. Wassermann, das weiß ich doch nicht, ob es sein aus meiner Familie. Moment. Nein, 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 das muss ich überhaupt nicht machen. Was bekomme ich denn da? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Soll ich nämlich noch die Apfelbäume verweitern? Hier muss ich noch. Nicht. Wehe, wehe, wehe. Ich brauche die Diamanten für den Kauf. Das war ein Auto. Entschuldigung. So, Eva. Ja, und ich bin Level 31. Yep, ich bin nämlich gestern aufgestiegen. Ja, gestern war wirklich mein Glückstag. Und ich mache tatsächlich mal die Musik ein bisschen leiser. Ich weiß halt nicht, wie laut ich das machen soll, denn es ist immer jedes Lied unterschiedlich. So, hier haben wir jetzt, wie viel Platz? 8 Stück Platz. Ja, glaube ich, lasse tatsächlich ein paar Pferde hierher liefern. So, wen schicken wir in der Oase? Evo oder Lars? Ich würde Lars wegschicken. Lars ist, glaube ich, das hier. Ja, Lars. Ab in die Oase mit dir. Denn es müssen... Ich werde versuchen. Das ist ja hier Deutschland. Ja. Moment, war das nicht irgendwie... Okay. Ich stehe jetzt mal sie so um. Würde das nicht... So. Rocky. Gut. So. Ich gehe mal kurz in Großbritannien. Also ich kann jetzt Erdbeeren anpflanzen und ich kann noch einen... wie gesagt, der Markt ist eigentlich unnütz. Wieso? Okay, dann muss ich mal ein bisschen warten. Die beiden sind ausgelevelt, oder? Peanut und Olivia sind ausgelevelt. Nein, das nicht. Oh, wir sind schon etwas über der Zeit. Okay, dann würde ich sagen, bis morgen. Bis morgen. Also, na gut, wir sehen uns noch in Wildcraft, sonst bis morgen.